Laroque Alric. Ja, wir sind jetzt bei unserem französischen Importeur in Südfrankreich. Wunderbar, Sonnenschein. Wir hätten es nicht besser treffen können für das Foto-Shooting-Streetline-Katalog, der demnächst gedruckt wird. Und wir haben jede Menge guter Fotos im Kasten und freuen uns schon auf diesen Katalog. Weil das hätte ich nämlich gerne. Genau. Und das machen ganz wir auch normal ein paar Mal. So hintereinander. Ganz normal hintereinander mit einem gewissen Abstand, sodass du Moped für Moped durchs Bild fährst. Genau. Letztes Jahr haben wir im Streetline-Katalog die Triumph-Modelle, Speed Triple, Street Triple und die BMW 1200 und 800R präsentiert und haben die Naked Bikes tourentauglich gemacht. Dieses Jahr haben wir uns die Sporttourer vorgenommen. Das liegt einzig und allein daran, weil wir denken, dass die Sporttourer ein bisschen vernachlässigt werden im Zubehörsegment. Und ich stehe hier direkt vor der nagelneuen Suzuki GSX 1250 FA und dieses Fahrzeug bin ich 3 Tage durch Südfrankreich gefahren und ist ein außergewöhnliches Fahrzeug, das mit dem richtigen Touren-Equipment auch richtig weit vorne fährt. Die Suzuki zusammen mit der Honda CBF 1000F sind im nächsten Jahr die beiden Sporttourer, die wir präsentieren werden. Sie werden Premiere haben auf der Intermod in Köln, werden auf der EICMA stehen und jeder, der sie im Herbst jetzt verpasst, wird sie natürlich auf den großen Frühjahrsmessen in Deutschland sehen können, aber natürlich auch international in England, in Frankreich und in Italien werden wir die Fahrzeuge präsentieren. Also macht euch auf eine schöne Saison gefasst. Ich glaube, wir haben richtig schöne neue Motorräder für den Straßenbereich zu präsentieren und ihr werdet sehen, diese Fahrzeuge sind für das richtige Touren gemacht. Wir sind hier in Châteauneuf-du-Pape, das ist ganz in der Nähe von Orange. In Orange wohnt der Touratec-Importeur für Frankreich. Und wir sind jetzt die letzten 4 Tage unterwegs gewesen, um für den 2011er-Katalog eine Geschichte zu produzieren, auch um Teile nochmal zu testen. Das machen wir jetzt zum 3. Mal. Das ist Tradition für unseren Adventure-Katalog. Es ist jetzt aber auch Tradition für den Streetline-Katalog. Wir haben 5 Maschinen mitgenommen.
Es waren drei japanische Maschinen von Honda, Suzuki, Yamaha plus zwei BMWs, eine 1200 RT und eine 1300S. Wir sind durch die Provence gefahren. Wir haben hier einfach ein bisschen zeigen wollen, wie viel Spaß es macht, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Und wir haben dabei wirklich festgestellt, welche Tourenqualitäten diese fünf Motorräder mit sich bringen. Den Ausklang heute machen wir bei einer kleinen Weinprobe. Das ist meiner Meinung nach der beste Wein, den man so auf der ganzen Welt bekommen kann. Es ist für mich auf jeden Fall auch ein bisschen Geschichte zwischen Touratech Deutschland und Touratech Frankreich dabei. Aber der kleine Wermutstropfen, den wir heute hier haben, wir haben die Motorräder noch hinterm Haus stehen und mal dran riechen geht. Ich habe heimlich ein kleines Schlückchen genommen, aber mehr geht leider nicht. Der neue Katalog wird jetzt für Köln fertiggestellt. Wir werden ab Montag die Bilder sortieren. Wir werden noch unsere Testergebnisse an der Entwicklung durchgeben. Aber in Köln könnt ihr dann den frisch gedruckten Katalog auf jeden Fall schon mitnehmen. Lasst euch da überraschen, was wir so alles erlebt haben in den Tagen.